Wir kommen damit zu Top 35. Das ist die Aktuelle Stunde der Fraktion Die Linke, unmenschliche Abschiebepraxis in Hessen beenden. Drucksache Nummer 20/207. Als erster Rednerin darf ich erteilen das Wort der Abgeordneten Sönmez für die Fraktion Die Linke. Frau Sönmez, Sie haben das Wort. 5 Minuten. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Im Koalitionsvertrag der schwarz-grünen Landesregierung heißt es, Menschenrechte und gelebte Humanität stehen im Mittelpunkt der hessischen Asyl- und Flüchtlingspolitik. Die vergangenen Wochen haben aber wieder einmal gezeigt, dass leider genau das Gegenteilige der Fall ist. Es wurden gleich mehrere Fälle von völlig unmenschlichen Abschiebungen bekannt, bei denen die Menschenrechte mit Füßen getreten wurden. Ein dramatisches Beispiel ist der Fall einer Familie aus Marburg, die nach Algerien abgeschoben werden soll. Obwohl die Frau im 8. Monat hochschwanger und laut ärztlicher Bescheinigung reise- und flugunfähig war, wurde die Abschiebung angeordnet. In Algerien wartet der Ehrenmord auf diese Frau, auf ihren Mann, auf den Vater der 2-jährigen und 4-jährigen Töchter wartet das Gefängnis in Algerien. Die Abschiebung wurde nur verhindert, weil der Pilot sich anständigerweise geweigert hat, die Frau ohne ärztliche Begleitung mitzunehmen. An dieser Stelle möchte ich meine Hochachtung vor diesem Piloten aussprechen, der sich seine Menschlichkeit, aber auch seine Vernunft bewahrt hat. Dann wurde der Fall eines Ehepaars bekannt, das in den Kosovo abgeschoben werden soll. Die beiden leben schon seit über der Hälfte ihres Lebens in Deutschland, haben hier geborene Kinder und Enkel und gehören im Kosovo der verfolgten Gruppe der Roma an. Im Kosovo haben sie nichts mehr. In Hessen lebt jedoch die ganze Familie mitsamt den Kindern und den Enkeln. Und auch in diesem Fall bescheinigt ein aktuelles Attest die Reiseunfähigkeit der betroffenen Frau, die darüber hinaus noch eine Schwerbehinderung hat. Was für eine Anmaßung ist das? Die Regierungspräsidien ignorieren ärztliche Atteste, setzen die körperliche Unversehrtheit der Betroffenen aufs Spiel. Nicht nur und nicht nur mich sollte das entsetzen, liebe Kolleginnen und Kollegen in diesem Landtag. Im letztgenannten Fall lag auch eine Empfehlung der Härtefallkommission vor, der übrigens auch Vertreter des Innenministeriums angehören. Die Härtefallkommission hat dem Innenminister empfohlen, aus dringenden humanitären und persönlichen Gründen einen Aufenthalt zu gewähren. Doch darüber setzte sich der Innenminister kaltherzig hinweg. Scheinbar sind Sie von den potenziellen Stimmen der AfD, des AfD-Wählerlagers so sehr angetan, Herr Beul, dass Ihnen die Einzelschicksale dieser Menschen vollkommen egal sind. Diese Fälle zeigen, dass die Landesregierung ihre Politik der Abschiebung um jeden Preis und ohne jede Rücksicht auf die Betroffenen auch in dieser Legislatur fortsetzen möchte. Denn auch im letzten Jahr, wie wir alle wissen, wurden schon unglaubliche Fälle bekannt. Ich erinnere da nur an den ebenfalls aus dem Kosovo stammenden Roma, der quasi direkt aus der Psychiatrie abgeschoben wurde. Ich erinnere an die Abschiebung einer serbischen Schülerin direkt aus dem Klassenzimmer. Ich erinnere an den Familienvater, der vor den Augen seiner kleinen Kinder zur Abschiebung abgeführt wurde. Und nicht zu vergessen sind da natürlich die ganzen Abschiebungen in das Bürgerkriegsland Afghanistan, bei denen jede einzelne eine menschliche, menschenrechtliche Katastrophe ist. Meine Damen und Herren, das sind leider keine traurigen Einzelfälle. Das hat System. Die flüchtlingsfeindliche Stimmung innerhalb der Bevölkerung, in gewissen Bevölkerungsteilen zumindest, wird von der Landesregierung bereitwillig aufgegriffen, während die Rufe nach Humanität leider verhallen. Um der AfD das Wasser abzugraben, betreibt das Innenministerium deren Politik. Die Menschenrechte, das Recht auf Familie, das Recht auf körperliche Unversehrtheit bleiben dabei komplett auf der Strecke. Dass die GRÜNEN so eine Abschiebepolitik mittragen, ist zwar bedauerlich, aber sollte in diesem Land eigentlich auch niemanden mehr verwundern. Und dann gibt es da noch die Abschiebung, hinter denen
GRÜNE und CDU ausdrücklich stehen und auf die Sie, Herr Beuth, ganz besonders stolz sind, die Abschiebung von sogenannten Gefährdern. Eigentlich wollte ich hier an dieser Stelle kein neues Fass aufmachen, aber einige Worte hierzu kann ich mir dann doch nicht verkneifen. Ihre Politik könnte man nämlich wie folgt zusammenfassen. Sicherheit durch Abschiebung. Aber es müsste eigentlich so lauten. Sicherheit durch Präventivprogramme. Sicherheit durch Förderung von Aussteigerprogrammen. Sicherheit durch breite Aufklärung an Schulen und in der Gesellschaft. Und vor allem Sicherheit durch Bekämpfung von rechtsradikalem Gedankengut. Herr Minister, die wenigen Fälle, die ich eben geschildert habe, zeigen doch nur eines. Sie handeln nach der Maxime Abschiebung um jeden Preis. Statt die zunehmende ausländerfeindliche Stimmung in Teilen der Bevölkerung zu bekämpfen, feuern Sie diese noch mit Ihrer Politik an. Für schnelle, vermeintliche Erfolgsmeldungen ist Ihnen jedes Mittel recht. Da werden Familien auseinandergerissen, sich über ärztliche Atteste hinweggesetzt und Menschen in den Bürgerkrieg, in den direkten Bürgerkrieg abgeschoben. Frau Kollegin, ich muss Sie an Ihre Redezeit erinnern. Ich komme zum Schluss. Herr Beuth, Ihre Politik ist unmenschlich. Und aus dem Grund muss diese Abschiebepolitik, die Sie betreiben, abgeschafft werden. Ihre Politik ist unmenschlich und nicht minder unverantwortlich, Herr Beuth. Wir müssen dieser Abschiebepolitik ein Ende setzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin. Als nächster Redner hat sich gemeldet der Kollege Dirk Garf für die Fraktion der AfD. Herr Garf, Sie haben das Wort. Verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Fraktion DIE LINKE hat eine Aktuelle Stunde einberufen, in der es um das Thema unmenschliche Abschiebepraxis eigentlich gehen sollte. Ich habe hier hauptsächlich etwas gehört über unmenschliche Abschiebeentscheidungen anscheinend. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mit Rückführung zu tun hatte. Ich habe in meiner beruflichen Laufbahn auch mit dieser Maßnahme Berührung gehabt. Und möchte Ihnen gleich vorwegschicken, unsere Rückführungen sind alles andere als unmenschlich. Die Rückführungen sind alles andere als unmenschlich. Nein, sie sind das genaue Gegenteil davon. Ich habe vorgestern mit einer Kollegin gesprochen, die über 10 Jahre lang Rückführungen durchgeführt hat. Hier einige ihrer Aussagen. Alle eingesetzten Rückführungskräfte verfügen über eine Schulung, welche jährlich wiederholt wird. Weiterhin wird in jährlichen Abständen Erste Hilfe unter Berücksichtigung des lagebedingten Erstickungstods, auch kurz PAS genannt, geschult. Jeder Rückführer muss sich einer Prüfung unterziehen, in der entschieden wird, ob eine Eignung vorliegt, diese Tätigkeit nach bestem Wissen und Gewissen unter Berücksichtigung seiner Fähigkeiten zur Empathie durchzuführen. Schulungen und Lehrgänge erfolgen ausschließlich durch ausgebildetes Rückführungspersonal. Deutsche Ausbilder der Rückführung schulen europaweit. Rückführungen werden durch Angehörige der Kirche sowie Amnesty International bereits in den Räumlichkeiten der Rückführung am Flughafen überwacht. Rückzuführende erhalten finanzielle Mittel zur Starthilfe in ihrem Heimatland. Es findet niemals eine Rückführung um jeden Preis statt. Eine Rückführungsmaßnahme beginnt 2 bis 3 Stunden vor der eigentlichen Maßnahme. Es wird ausschließlich in Teams geflogen. Es wird immer mit dem Rückzuführenden bereits im Gewahrsamsraum Kontakt aufgenommen. Es wird meistens in der englischen Sprache über den Gemütszustand gesprochen, über das Erlebte und auch über seine Bereitschaft zur Ausreise bzw. Rückführung. Jeder Rückzuführende wird selbstverständlich vernünftig behandelt. Niemand wird bedrängt oder Ähnliches, wenn es zur körperlichen Auseinandersetzung kommt. Denn diese gehen immer zuerst vom Rückzuführenden aus, weil er dadurch seine Rückführung zu verhindern versucht. Jeder Rückführer möchte eine Rückführung ohne Zwischenfälle. Keiner hat Bock auf Stress. Vor dem Betreten des Luftfahrzeugs, das haben Sie ja auch erwähnt, wird bei jeder Maßnahme durch die Rückführer persönlich mit dem eingesetzten Piloten gesprochen, der sich vor Ort über den Zustand des Rückzuführenden ein Urteil bildet und am Ende entscheidet, ob die Rückführungsmaßnahme stattfindet bzw. er ihn befördert.
Eine geplante Rückführung wird abgebrochen, wenn der Rückzuführende aktiv Widerstand leistet gegen diese Maßnahme. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in 11 Jahren und weit über 200 Rückführungsmaßnahmen, zudem Sammelrückführung mit Frontex, musste ich noch nie körperliche Gewalt gegen den Rückzuführenden anwenden. Denn eine Maßnahme steht und fällt immer mit der Kommunikation. Jeder Rückzuführende wurde menschlich behandelt, und es wird immer Rücksicht auf seine persönliche Situation genommen. Im Gegensatz dazu wurden wir im Ausland, jetzt können Sie auch mal zuhören, weil das gehört nämlich zur Rückführung auch dazu, im Gegensatz dazu wurden wir im Ausland oder an Bord eines ausländischen Flugzeuges als deutsche Polizeibeamte diskriminiert, Kolleginnen gezwungen, Kopftücher zu tragen, da die Rückführungsmaßnahme ansonsten gescheitert wäre, obwohl der Rückzuführende sogar mit der Maßnahme einverstanden war und freiwillig nach Hause flog. In einigen Ländern wurden wir schon beim Versuch, im Hotel einzuchecken, ignoriert und nicht bedient. Polizeibeamtinnen wurden teilweise sogar belästigt. Auch Zugeständnisse, die den Rückzuführenden gemacht wurden, also bevor man die Rückführung angetreten hat, wurden den Rückführern im Zielort zum Verhängnis, was unter anderem eine Gefängnisstrafe eines Kollegen von 24 Stunden zur Folge hatte, ohne jegliches eigenes Verschulden. Sie haben jetzt einen kleinen Einblick in die Arbeit der Rückführer bekommen, in die Rückführungspraxis. Falls es wirklich in einem Ausnahmefall zu einem Fehlverhalten von Kollegen gekommen sein sollte, wird dies seitens der Behörden sehr genau untersucht und führt auch zu disziplinarischen bzw. strafrechtlichen Maßnahmen. Gerade der Bereich Rückführung ist auch für die Behörden politisch höchst brisant. Und auch aus diesem Grund wird größtmögliche Vorsicht an den Tag gelegt, was diese Maßnahmen betrifft. Nicht ohne Grund sind seit 2015 94.000 Rückführungsmaßnahmen gescheitert bzw. abgesagt worden. Von unmenschlicher Abschiebepraxis kann in Hessen und Deutschland keine Rede sein. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Graf. Nächster Redner ist der Abg. Pürsün für die Fraktion der Freien Demokraten. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die Würde des Menschen ist unantastbar. Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Das kann uns alle mit Stolz erfüllen. Ja, es ist sehr erfreulich, dass das Hohe Haus dazu klatscht. Leider nicht die AfD, was ich sehr bedauerlich finde. Dass die Würde des Menschen Sie anscheinend überfordert. Was macht eine moderne Migrationspolitik aus? Asyl für politisch Verfolgte, humanitäre Aufnahme von Bürgerkriegsflüchtlingen, Familienzusammenführung, qualifizierte Einwanderung in den Arbeitsmarkt, aber auch Zurückweisung, Ausweisung und Abschiebung. Ohne Aufenthaltsrecht kann es keinen Aufenthalt geben. Dort, wo viele Flüchtlinge einreisen, wird man zwangsläufig auch mit vielen Abschiebungen rechnen müssen. Wir müssen uns anstrengen, damit die Zahl der freiwilligen Ausreisen zunimmt und sich damit Abschiebungen erübrigen. Jede Abschiebung ist zweifelsfrei eine menschliche Härte. Wir haben Verständnis für die real erlebten Härten einer Flucht oder traumatische Erlebnisse und gewähren hier die nötige Unterstützung. Kein Verständnis bringen wir allerdings Gefährdungen, schweren Straftaten und wiederholtem Fehlverhalten entgegen. Das Instrument der Abschiebung ist daher unverzichtbar. Wir schulden es dem gesellschaftlichen Frieden und auch den unzähligen friedliebenden und integrationswilligen politischen Verfolgten. Leider sehen wir aber auch, dass viele Abschiebungen scheitern und dass Abgeschobene später wieder zurückkehren. Die Anstrengungen müssen gesteigert, die Ursachen analysiert werden. 2018 kam es zu 1.754 Abschiebungen aus Hessen.
Pauschale Kritik an Abschiebungen ist nicht angebracht. Aber sehr wohl müssen wir uns einzelne Abschiebungen anschauen, wenn Kritik angebracht ist, gerade damit Abschiebungen unumstritten sein können. Die Würde des Menschen ist aber auch gerade bei Abschiebungen unantastbar. Das Verfahren bis zur Abschiebung und die Abschiebung an sich ist rechtsstaatlich. Vielfältige Abschiebehindernisse werden anerkannt, Duldungen werden ausgesprochen, Hilfen angeboten. Es gibt das Recht, sich an den Petitionsausschuss zu wenden. Danach kommt die Härtefallkommission ins Spiel. All das ist Ausdruck unserer demokratischen Verfassung. Nun wenden wir uns aber dem Innenminister zu. Jetzt wurde bekannt, dass aus Marburg eine hochschwangere Person abgeschoben werden sollte. Es lag sogar eine Risikoschwangerschaft und Reiseunfähigkeitsbescheinigung einer Ärztin vor. Die Tür der Unterkunft wurde am frühen Morgen eingetreten. Bei der Fahrt zum Flughafen hat sich diese Person über Schmerzen beklagt. Die Abschiebung fand dann doch nicht statt, weil der Pilot zu Recht die medizinische Versorgung als nicht gewährleistet ansah. Zum Glück. Für uns ist Algerien ein sicheres Herkunftsland, nicht für die GRÜNEN. Die Gefährdung der Gesundheit der schwangeren Mutter wurde in Kauf genommen. Die Person floh vor einer salafistischen Familie, sollte zwangsverheiratet werden und fürchtet bei ihrer Abschiebung um ihr Leben. Hat jemand etwas davon von GRÜNEN und CDU gehört? Bei diesem Fall scheint gehörig etwas schiefgelaufen zu sein. Leider gibt es im Hessischen Landtag eine unkritische Mehrheit, die dem Innenminister jeden Fehler durchgehen lässt. Dieser Innenminister muss der glücklichste Innenminister aller Zeiten sein. Er kommt mit allem kritiklos durch. Die GRÜNEN sagen oft, Grün wirkt. Offensichtlich wirkt Grün falsch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Kollege Pürsün. Ich möchte aus gegebenem Anlass noch einmal darauf hinweisen, dass die Kameras bitte an den Orten stehen, wo sie zugelassen sind und an keinen anderen Orten sich aufhalten. Danke schön. Nächster Redner für die Fraktion der CDU ist der Kollege Hering. 5 Minuten, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ja, Frau Sönmez, damit haben wir nicht viel gewonnen, wenn wir uns so die Sachen um die Ohren schlagen. Unmenschlichkeit, Kaltherzigkeit, Katastrophen. Auch ich habe mir Gedanken gemacht, wie steigt man bei so einer Thematik ein? Einer Thematik, die uns ja spätestens seit 2015 in besonderem Maße fordert und betroffen macht. Das ist schwere Kost, durchaus. Gestatten Sie bitte einem Neueinsteiger auch die Erinnerung daran, dass das Thema Asyl und die Rechtslage dazu hier schon öfters in diesem Hause erörtert worden ist. Somit geht es mir weniger um detaillierte Ausführungen zu dieser Rechtsgeschichte. Vielmehr spüren wir alle doch bei diesem Thema der Abschiebungen eine hohe Emotionalität. Und diese Emotionalität sehen wir bei den Betroffenen. Ja, für diese Menschen geht es um wirklich viel. Wir sehen die Emotionalität auch in unserer Gesellschaft. Unser Land hat in 2015 der ganzen Welt gezeigt, dass uns die Menschen nicht gleichgültig sind. Was haben Bund und Länder und die Kommunen und die vielen Ehrenamtlichen da geleistet? Wir sehen aber auch die Emotionalität bei den Behörden und den Einsatzkräften. Ich persönlich erinnere mich noch an einige Erlebnisse im Zusammenhang mit Rückführungen, auch an persönliche Zerrissenheit. Aber auf persönliches Empfinden, auf persönliche Sichtweisen, die ganz unterschiedlich sein können, darf es nicht ankommen. Wir müssen aufpassen, dass wir und vor allem staatliches Handeln nicht von Emotionen oder gar Polemik bestimmt werden. Unser Rechtsstaat ist auf das Vertrauen seiner Bürgerinnen und Bürger angewiesen, gerade im Vertrauen darauf, dass geltendes Recht für alle gilt und angewendet wird. Deshalb muss bei allem Mitgefühl,
Ja, es geht immer um Menschen, die auch für sich gute Gründe sehen, in unserem Land zu bleiben. Es muss aber bei allem Mitgefühl immer um eine ideologiefreie, sachliche Bewertung gehen. Wenn aber die Fraktion DIE LINKE schon mit den Vokabeln unmenschliche Abschiebepraxis einsteigt, ist nicht nur der Boden für eine sachliche Auseinandersetzung entzogen. Vielmehr wird den Handelnden, den Verantwortlichen, schweres Unrecht unterstellt und damit auch unserer Gesellschaft, die gerade hier eine klare Erwartungshaltung an einen konsequenten, handlungsfähigen Rechtsstaat hat. Schauen Sie sich doch im Lande um. Vertrauen geht eher dann verloren, wenn geltendes Recht nicht im ausreichenden Maße umgesetzt wird, auch wenn z. B. vollziehbare Abschiebungen nicht stattfinden. Unser Asylrecht ist eine der großen Errungenschaften des letzten Jahrhunderts. Und mit seiner wirklich filigranen Architektur bietet es jede Menge und ausreichenden Schutz und Prüfungen samt Klageverfahren. Und es garantiert den Betroffenen Transparenz, auch eine frühzeitige Entscheidungsmitteilung und eine intensive Betreuung, auch medizinische Betreuung und, wenn es sein muss, auch bei der Rückführung. Wenn aber, und das ist wichtig, kein Bleiberecht gewährt wird, wenn daraufhin geltendes Recht umgesetzt wird, geschieht dies nicht aus Unmenschlichkeit. Gerade im Gegenteil, es geschieht, um unserem menschlichen Anspruch gerecht zu werden, möglichst vielen Menschen in großer Not helfen zu können. Denn ein funktionierendes Asylsystem mit beschränkten Ressourcen braucht Regelungen. Ein funktionierender Rechtsstaat braucht konsequentes Handeln. Wäre es nicht so, dann wäre das ein fatales Signal für viele weitere Asylsuchende. Es wäre aber auch ein fatales Signal an alle Bürgerinnen und Bürger, die sich an Recht und Pflichten ausrichten. Es würde den gesellschaftlichen Frieden gefährden und schlimmsten Fall, und das ist das Schlimme und Paradoxe, den Rückhalt für unser Asylrecht, für diese Errungenschaft und den Rückhalt für die Asylsuchenden schwinden lassen. Sofern der antragstellenden Fraktion der LINKEN tatsächlich an einem funktionierenden Rechtsstaat gelegen ist und nicht etwa an dessen Infragestellung, bitte ich, ohne Diffamierung, ohne Skandalisierung und ohne pauschale Niedermachereien sachlich zu bewerten und den ideologischen Tunnelblick abzulegen, um einfach mehr Vertrauen in Staat und Gesellschaft zu haben. Danke schön. Vielen herzlichen Dank, Herr Kollege Hering. Das war die erste Rede hier von Ihnen im Plenum des Hessischen Landtags. Im Namen des gesamten Hauses darf ich dazu gratulieren. Und rufe auf die Abgeordnete Müller-Schwalmstadt für die Fraktion der Sozialdemokraten. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ob wir es Abschiebung oder Rückführung nennen, es ist ein hässliches Wort für einen hässlichen Vorgang. Das Wort impliziert genau das, um was es sich handelt. Menschen werden von einem Ort, an dem sie zu bleiben wünschen oder von dem sie glauben, bleiben zu müssen, zu ihres eigenen und ihrer Familie Schutz, an einen anderen Ort verschoben, rückgeführt, egal wie wir es nennen. Dies geschieht zumindest, ich bin noch nicht fertig. Dies geschieht zumindest oft energisch, manchmal auch regelrecht handgreiflich. Um es gleich zu Beginn zu sagen, weder meine Fraktion noch ich selbst lehnen Abschiebungen grundsätzlich ab. Es gibt gute Gründe, warum manche Menschen nicht in Deutschland bleiben dürfen. Aber unser Rechtsstaat in Gestalt von Ausländerbehörde und Innenministerium muss alles daran setzen, unverhältnismäßige Vorgehensweise zu vermeiden und in dieser für alle belastenden, dramatischen und oft dramatischen Situationen, soweit es irgend geht, Menschlichkeit und Sensibilität walten zu lassen.
hochschwangere Frauen und kleine Kinder aus den Betten, Schüler aus dem Unterricht zu holen, Kranke abzuführen, kann überhaupt nicht angehen. Meine Damen und Herren, als unter anderem im Jahr 2015 viele Menschen in unser Land kamen, ist es vorher schon passiert, es wird auch weiterhin passieren, sind von allen Seiten, auch von der Politik, Loblieder auf das unglaubliche Engagement ehrenamtlich tätiger Menschen gesungen worden, ohne die die Situation damals nicht zu bewältigen gewesen wäre, das wissen wir alle. Auch diese Ehrenamtlichen werden durch vermeidbare, dramatische Abschiebesituationen von Menschen, die sie oft jahrelang betreut haben, regelrecht vor den Kopf gestoßen. Bevor eine Abschiebung stattfindet, müssen alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ausgeschöpft sein oder ausgeschöpft worden sein. Das hat nicht nur vor dem Hintergrund der gebotenen Menschlichkeit und Sensibilität zu geschehen, sondern auch im ureigensten Interesse unseres eigenen Landes. Gut integrierte Menschen, die sich nichts haben zu Schulden kommen lassen und womöglich einen Arbeitsplatz haben, die seit vielen Jahren unauffällig hier leben, Menschen, die zu unserem Bruttosozialprodukt beitragen, Kinder, deren Alterssprache Deutsch ist, müssen jede Chance bekommen, weiter friedlich hier zu leben. Wer trotz allem ausreisen muss, sollte im Heimatland Hilfsangebote erhalten und auch annehmen. Dass das nach sorgfältigster Prüfung so geschieht, dass das transparent geschieht, darauf muss man sich in unserem Rechtsstaat verlassen können, und zwar alle Beteiligten. Straftäter, Gefährder, Menschen, die nach sorgfältigster Prüfung und mit dem besten Willen nicht bleiben können, müssen gehen und im Extremfall auch rückgeführt oder abgeschoben werden. Das ist auch in unseren Augen so. Aber dann, meine Damen und Herren, wird es wieder hässlich, auch für die Beamtinnen und Beamten, die dieses höchst belastende Prozedere durchzuführen haben. Auch das dürfen wir nicht vergessen und sollten daran denken. Im Namen der Menschlichkeit Milde walten lassen, wo immer es geht, den Menschen nützen und helfen, das muss in unserer aller Sinne sein. Auch dadurch wird der Glaube an den Rechtsstaat, den manche Menschen vielleicht nicht mehr ganz so stark haben, auch erhalten wird. Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Müller. Nächster Redner ist der Abg. Bocklet für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Hochverehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, die Kollegin Müller hat einen sehr spannenden Satz gesagt, der eigentlich auch die Debatte auf den Punkt bringt. Und diese Frage müssen sich alle Fraktionen in diesem Haus stellen. Frau Müller, Sie haben gesagt, Sie und Ihre Fraktion stellen Abschiebungen nicht grundsätzlich infrage. Und ich glaube, dass es eines der spannenden Punkte ist, zu erfahren, weil ich das von der Linkspartei, diesen Satz würde ich auch gerne mal von der Linkspartei hören. Denn es geht nicht mehr und nicht weniger um die Frage, wer für ein menschliches Asylrecht ist, wer dafür ist, dass Menschen, die hierher kommen und vor Bürgerkrieg und Verfolgung flüchten, wer möchte, dass diesen Menschen Schutz ausgesprochen wird und dass sie den hier genießen können, der muss auch wissen, dass es Menschen gibt, die diesen Schutz nicht genießen und diese Menschen dann auch zurückgeführt werden müssen. Und das ist tragisch, das ist ein großes Schicksal, das ist unangenehm und das, wie haben Sie gesagt, ein hässlicher Vorgang. Das ist in der Tat so. Aber es gehört zu einem Asylrecht dazu, dass Menschen, die hier Asyl bekommen, zu derselben Medaille gehört auf der anderen Seite, dass Menschen, die ihn nicht bekommen, auch zurückgeführt werden. Und das hätte ich von Ihnen gerne auch irgendwann einmal gehört, weil nicht jede Abschiebung ist menschlich, sondern sie gehört auch zu einem humanen Asylrecht dazu. Das klingt paradox, aber ist so, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich glaube, wir haben es da tatsächlich mit der schwierigen Positionsfindung der Linkspartei auch zu tun. Sie streiten sich ja immer noch, ob sie für offene Grenzen sind, alle kommen können und wenn sie alle da sind, auch alle bleiben dürfen. Da haben sie durchaus unterschiedliche Positionen in der Linkspartei. Und für jede Abschiebung finden sie auch dann schrecklich. Ich will es noch einmal sagen, das ist nichts Lustiges. Jede Abschiebung ist in der Tat ein tragischer Vorgang. Er ist oft schicksalhaft und die Menschen, die davon betroffen sind, kommen in große Not. Aber ich will es noch einmal sagen, wir haben seit 2015 über 110.000 Menschen hier in Hessen aufgenommen. Sie fanden Obdach, medizinische und soziale Versorgung. All diese Menschen hatten gute Gründe, ihre Heimat zu verlassen. Niemand hat sie leichtfertig verlassen. Die allermeisten haben dies getan aus politischer Verfolgung oder weil dort Bürgerkrieg herrschte. Aber ich habe es schon angedeutet, es kamen auch Menschen, die aus anderen Gründen hierher gekommen sind, etwa vor Armut oder vor widrigen Umständen.
aus anderen widrigen Umständen. Deswegen haben wir auch immer wiederholt, wir brauchen eine vorausschauende internationale Politik, die mit aller Macht Fluchtursachen bekämpft. Das muss man in dieser Stunde auch noch einmal sagen. Und dazu gehört natürlich auch eine solidarische Europapolitik für die Geflüchteten, die aus Krisen fliehen, um diese gerecht auch in der EU zu verteilen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir brauchen eine solche Verteilung. Also, wenn unser Asylrecht also nicht automatisch allen diesen Schutz zuspricht, dann muss man nach rechtsstaatlichen Methoden auch die Menschen dazu klarmachen, dass es auch Rückführung geben wird. Wir haben auch selbst da, wie ich finde, noch rechtsstaatliche Methoden und noch sehr humane Verfahrensweisen. Es wird mehrfach die Abschiebehemmnisse geprüft. Dazu gehören natürlich auch der Gesundheitszustand der Betroffenen oder ob es so andere Möglichkeiten gibt der Duldung. Das wird mehrfach geprüft. Und wenn, wie die Kollegin gesagt hat, mir mehrere Tausend Menschen im Jahr den Rückführungen oder Abschiebungen tatsächlich anheimfällt, dann kann es in der Tat auch dazu kommen. Und diese Fälle greifen Sie von der Linkspartei dann auch gerne auf, dass es tatsächlich so wirkt es in den Medien zu unverhältnismäßigen Sachen kommt, wie mit Frauen in Schweden schwanger oder aus Krankenhäusern oder anderen. Wir plädieren dafür, solche Härten zu vermeiden. Zu der ganzen Geschichte gehört aber dann auch zu Unverhältnismäßigkeiten und solchen Härten, dass dieser Personenkreis zum Teil seit Jahren weiß, dass er hier nicht bleiben kann, dass er seit Jahren aufgefordert wird, das Land zu verlassen. Und die Möglichkeit der selbstbestimmten Ausreise, ich nenne es jetzt, weil Sie immer sagen, was heißt schon freiwillig? Ich möchte es Ihnen gerne beantworten. Freiwillig heißt, dass Sie das selbstbestimmt tut und ohne Polizeigewalt. Diese Möglichkeit, doch, Sie können jederzeit sich selbst den Zug oder das Flug buchen. Das ist der Punkt. Und das verschweigen Sie auch, dass das schon jahrelang aufgefordert, monatelang aufgefordert werden, das Land zu verlassen, wenn Sie dem nicht nachkommen, erst dann die zwangsweise Rückführung ausgesprochen wird. Und das verschweigen Sie auch. Und ich finde, man sollte bei der Versachlichung der Diskussion bleiben. Versuchen Sie nicht, das Bild zu stellen, weil wir dem Rechtsstaat hier tatsächlich zum Durchbruch verhelfen, weil wir sagen, wir wollen ein humanes Asylrecht, eine humane Integrationspolitik. Aber es wird auch Menschen geben, die es nicht in diesen Schutz kommen. Dann gehört es auch dazu, sie zurückzuführen. Vor dieser Aussage drücken Sie sich doch, weil Sie im Kern eigentlich sagen, jede Abschiebung ist inhuman. Diese Position teilen wir nicht. Und Sie offensichtlich sind Sie noch nicht im Klaren darüber, was Sie wollen. Wir haben da eine klare Position. Zum humanen Asylrecht gehören zwei Seiten der Medaille. Wir wollen den Menschen, die den Schutz brauchen, ihn gewähren. Und die ihn nicht haben, müssen tatsächlich das Land wieder verlassen. Und wir wünschen uns natürlich, dass es freiwillig und verhältnismäßig und selbstbestimmt passiert. Aber die, die das nicht machen, werden halt mit Polizei ausreisen müssen. Und das kann man nicht jede Abschiebung als inhuman titulieren. Da müssen Sie Ihr Verhältnis zum Asylrecht schon einmal definieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da haben Sie noch große Probleme damit. Herzlichen Dank, Herr Kollege Bocklet. Bevor ich Herrn Staatsminister Beuth für die Landesregierung das Wort erteile, noch meine Bitte an den Geschäftsführer, vielleicht darüber nachzudenken, wie wir dann umgehen mit der Mittagspause, ob wir weitermachen oder ob wir Mittagspause machen. Können wir ja dann klären. Bitte schön, Herr Minister, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Lassen Sie mich eine Bemerkung vorneweg machen, die ich schon sehr wichtig finde, nicht weil ich hier die Stimmung sozusagen beeinträchtigen möchte. Aber ich will schon sagen, Frau Kollegin Sönmez, wenn Sie hier erklären, dass im Lande Hessen die Menschenrechte mit Füßen getreten werden, dann weise ich das energisch zurück. Das ist schlicht nicht richtig, meine Damen und Herren. Wenn Sie hier erklären, dass Regierungspräsidien die körperliche Unversehrtheit von Menschen aufs Spiel setzen, dann ist das nicht richtig, meine Damen und Herren. Das weise ich zurück. Das wird weder unserem Recht, es wird nicht der Verwaltung, es wird nicht den Gerichten, es wird nicht unserem Rechtsstaat gerecht, meine Damen und Herren. Und deswegen ist das nicht in Ordnung, dass hier an diesem Rednerpult zu erklären. Meine Damen und Herren, das Thema Abschiebung ist ein menschlich und politisch hochsensibles Thema. Dabei gilt zunächst der Grundsatz, dass auf Menschen, die kein Bleiberecht haben und ausreisepflichtig sind, die Regelungen des Aufenthaltsgesetzes Anwendung finden und sie das Land zu verlassen haben. Tun Sie dies nicht freiwillig, sind Sie als Ultima Ratio abzuschieben.
Das ist geltendes Recht. Und dessen Einhaltung erwarten die Bürgerinnen und Bürger von den Behörden. Die freiwillige Rückkehr ist dabei für die Behörden wie die Betroffenen grundsätzlich die bessere Alternative. Kollege Bocklet hat das gerade eben ausgeführt. Daher unterstützt die staatliche Rückkehrberatung des Landes Hessen Personen, die freiwillig ausreisen möchten, praktisch und finanziell. Ein besonderes Augenmerk legen die hessischen Behörden auf die Aufenthaltsbeendigung von Menschen, die Straftaten begehen oder als Gefährder eingestuft werden. Und, meine Damen und Herren, entgegen der Einschätzung von Frau Sönmez vermitteln genau diese Abschiebungen von Straftätern und Gefährdern Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Das will ich ganz klar sagen. Das ist so, meine Damen und Herren. Aber Sie haben gefragt, wie das mit den Rückführungen, wie das mit der konkreten Rückführung der Schwangeren aus Marburg war. Genauso wie wir das Thema ansonsten selbstverständlich hochsensibel behandeln, genauso werden die hessischen Behörden auch eine solche Frage behandeln wie die der Marburger Familie oder der Familie, die aus Marburg abgeschoben werden sollte. Jede Schwangerschaft, meine Damen und Herren, wird ärztlich bewertet. Das Wohl der Mutter und des Kindes stehen an oberster Stelle. Dabei muss sich im konkreten Fall auch das werdende Elternpaar fragen, ob es durch eine frühzeitigere freiwillige Ausreise nicht viel Stress und Belastung hätte ersparen können. Und, meine Damen und Herren, das, was Herr Bocklet gerade eben gesagt hat, ist ja richtig und trifft auch auf diesen Fall zu. Wenn ich es richtig gezählt habe, eben sind es acht Verwaltungs- und Gerichtsentscheidungen inklusive einer Petition, die diesem Vorgang vorgeschaltet waren, über einen Zeitraum von mehreren Jahren, meine Damen und Herren. Sieben insgesamt, wenn ich es richtig gelesen habe. Und beurteilen die Behörden eine Abschiebung als Ultima Ratio, wird die Maßnahme bei Bedarf immer ärztlich begleitet. So war das auch in diesem Fall, meine Damen und Herren. Wie üblich wurde die Rückführung selbst durch einen Arzt begleitet, der vor Ort die Reise- und Flugtauglichkeit der Frau bestätigte, bis es zum Abbruch der Maßnahme durch den Kapitän der Fluggesellschaft kam, meine Damen und Herren. Die Unversehrtheit, die körperliche Unversehrtheit stand niemals zu keiner Stelle, an keinem Zeitpunkt infrage, meine Damen und Herren. Die hessischen Behörden und die hessische Landesregierung handelt, wie Sie sehen, keinesfalls unmenschlich. Sie handelt auf dem Boden des geltenden Gesetzes. Das sind Sie den Menschen in unserem Land nicht nur schuldig, Sie sind dazu auch verpflichtet. Der Skandalisierung durch die Antragsteller dieser Aktuellen Stunde kann ich daher weder etwas abgewinnen, noch können das mit Sicherheit die gewissenhaften Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Ausländerbehörden sowie der Polizei. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Herr Staatsminister Beuth. Damit sind wir am Ende der Aussprache über den Tagesordnungspunkt 35 angelangt. Die Aktuelle Stunde ist abgehalten.